Mach's einfach. Was ist denn los? Ich bin am Start. Was hältst du davon mit der Scheiße? FMA ist eine rassistische Scheiße. Ganz wichtig, ne? Bevor das Video anfängt, alle Links in der Videobeschreibung abchecken. Twitch, YouTube, Instagram und alle anderen Erotikseiten, ne, auf denen ich auch noch drauf bin. Abchecken, Afrika wird groß. Ich was gedacht, die Michelle am Start. Heute, ne, bin ich im Akatsuki-Mantel unterwegs. Wir haben natürlich auch den Mert dabei. Ne? Wie geht's dir, Mert? Gut. So, wir reden heute über Breaking Bad, wie ihr im Titel schon gelesen habt. Breaking Bad, Meinung, Fazit. Ne, ich habe ja auch vor kurzem Breaking Bad Channel geschaut. Ja, ist eine alte Serie. Aber trotzdem, ne, würde ich sagen, ein Klassiker, wo man auf jeden Fall reingehen muss. Und der B. Mert ist sowieso ein super Breaking Bad Fan, Digga, weißt du? Der hat mir schon darüber erzählt, als ich noch ein Baby war. So, ne, und ich frage einfach direkt, Bruder, warum ist Breaking Bad gut? Das Ding ist noch zur Vorgeschichte. Damals habe ich Michelle so Sachen empfohlen, so weißen Serien. Ich habe immer gesagt, ich will nicht diese Serien schauen, wo diese weißen Menschen ihre Sachen machen. Wo ich bin Rassist, tut mir leid. Michelle hing nur so fest bei Animes und so. Mittlerweile ist er bei One Piece und guckt auch weiße Sachen, also er ist sehr weltoffen geworden. Was für mich das besonders macht, ist einfach das Writing von Vince Gilligan, also von dem Produzenten oder Regisseur, wie auch immer. Und einfach die Zusammenhänge, dass er Foreshadowing, ihr wisst ja wahrscheinlich alle, wenn ihr Animes guckt, also was Foreshadowing ist, was er Eiichiro Oda auch gut macht. Sehr gut, was in One Piece sehr gut vorkommt. Wenn zum Beispiel eine Sache in Folge 1 passiert und auf einmal relevant wird in Folge 3000. Und ich liebe diese Effizienz, weil jede Szene hat eine Relevanz für die nächsten Szenen, die irgendwann kommen und alles ist miteinander verbunden. Und das ist für mich einzigartig. So, ne, also für mich persönlich Breaking Bad, die ersten zwei Seasons, relativ langsam, vor allem Season 1. Da geht es ja wirklich darum, ne, zu sehen, okay, wer ist Walter White überhaupt. Man sieht auch seine Familie und so. Man sieht, okay, er fühlt sich unsicher, beziehungsweise nicht mehr wohl in seiner Haut. Er möchte nicht mehr dieser normale Chemielehrer sein. Er möchte sich austoben. Also er möchte einmal derjenige sein, der die Zügel in der Hand hat. Weißt du, das ist auch sehr wichtig. Zum Beispiel in den relativ früh wird schon gesagt, dass Walter sich verändern möchte. Er hat gesagt im Unterricht, in der Chemie geht es um Zustandsveränderung. Ne? Und Breaking Bad von Season 1 bis Season 5 am Ende ist eine gigantische Zustandsveränderung. Und ist eben sehr, sehr cool dargestellt und sehr interessant dargestellt. Bruderherz, Meinung zu Jesse Pinkman? Ich finde Jesse Pinkman, also wir versuchen ja auch nicht krass zu spoilern und ja. So. Jesse Pinkman ist für mich ein Charakter, für den viele auch wahrscheinlich irgendwie so ein Bezugspunkt sind, so um sich zu vergleichen. Und viele haben irgendwie das Gefühl auch, vielleicht so ein bisschen versagt zu haben im Leben oder zumindest man hat irgendwie nicht das geschafft, was man wollte. Und Jesse Pinkman ist sehr zuschauernah und irgendwo auch immer sehr menschlich in seinen Entscheidungen und auch nicht größenwahnsinnig oder so. Und an sich eigentlich ein cooler Junge, aber wurde nur von seinem Umfeld eigentlich ein bisschen auseinandergenommen und ist so ein bisschen Verlierer von allem. Ja, interessant. Ich finde persönlich so deren Dynamik interessant, also zwischen Walter und Jesse. Also das ist so, wie beschreibe ich das? Sehr toxisch, also sehr, sehr giftig so. Also ein Walter versucht immer Jesse zu manipulieren, immer dafür zu sorgen, dass Jesse sich genau so verhält, wie er es möchte. Und man merkt wirklich, dass Jesse nur eine Marionette ist für Walter. Ja, ich will natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, gewisse Veränderungen passieren. Und auch deren Dynamik wird sich auch ein bisschen ändern gegen Ende. Aber was man sagen muss, ist, dass Walter wirklich ihn nur ausgenutzt hat. Und jetzt sehr wichtig, Bruder, Meinung zu Skyler, zur Frau von Walter White. Das Ding ist, ihr müsst wissen, wenn ihr einsteigt, oder für die das schon geguckt haben, alle hassen Skyler. Also fast die ganze Zuschauerschaft hasst Skyler. Und ich habe sie damals auch, als ich das erste Mal so mit 17, 16 geguckt habe, auch nicht gemocht. Auch ziemlich so einen Hass gehabt. Man muss aber ein bisschen sich eingestehen, dass das teilweise misogyne Energie ist. Weil in ihren Entscheidungen ist sie recht menschlich, macht Fehler. Ja, und das sind Fehler und das ist ganz wichtig. Aber man kann aus ihrem Leid und ihrer Situation das verstehen, dass sie so handelt. Also an sich eigentlich ja, blöd gelaufen. Aber an sich nicht unmenschlich. Also bin ich auf jeden Fall seiner Meinung, weil im Endeffekt, komm, so Skyler, ne, ist einfach eine ganz normale Frau, die wollte einfach, ne, mit ihrem Mann zusammen, weißt du, was aufbauen und so weiter. Da macht der Mann einfach im Hintergrund Faxen mit Kartell und so eine Kacke und sagt das noch nicht mal, weil ich meine, natürlich kommt es dann zu gewissen Entscheidungen, die nicht so gut sind, aber Bro, am Ende des Tages behandelt der Mann die auch her wie Scheiße, weißt du? Das dann wirklich so Ego trifft auf Ego. So, Bruderherz. Wie findest du Hank Schrader, Bruder, der Mann, ne, im Drogendezernat?
ich sag mal so, nicht alles, was er sagt, ist gut gealtert, nicht alles, was er sagt, da stehe ich hinter. Aber, Digga, wenn ihr so einen Onkel habt oder irgendeinen so einen Mann in eurer Familie, das ist so ein hartnäckiger Soldat, der wird alles tun, um sein Bestes zu geben. Und am Anfang war ich noch ein bisschen bestimmt ein Arsch, aber irgendwie im Nachhinein hat man gemerkt, eigentlich ist der auch korrekt. Eigentlich hat der einen guten Kern und sehr krasser Charakter, also lasst euch überraschen auf jeden Fall von denen. Ja, Hank, also auch sehr unerwartet, ich dachte, okay, so ein dicker Onkel, weißt du, so, der macht nicht viel so, aber der hat sehr viel Druck gemacht, also sehr, sehr viel Druck gemacht. Was man auch sagen muss, ist, Walter ist schon sehr verrückt, dass er einfach so ein Drogenimperium startet, während sein Onkel, während sein Kollege einfach so Drogenpolizist ist. Also das ist schon sehr krank geschrieben. Eine Sache. Ja. Und ich finde, das ist witzig. Vielleicht machen die eine oder andere Emote, aber ich finde Hank Schrader, wenn der böse guckt, weil er hat einen richtig harten bösen Blick, dann sieht er aus wie ein Angry Bird. Angry Bird Schrader, Bruder, ja. Krank. So. Boah, wir gehen immer weiter, ne? Jetzt kommen wir zu ein bisschen spicy Charakteren. Fangen wir mit Mike an. Wie findest du Mike, Bruder? Boah, zu Mike habe ich gar nicht mehr so viel Änderungen, aber nur auch ein krasser Charakter. Ist eher so, dazu passt ein Mann ein Wort und auch führt seine Sachen sehr professionell aus. Effizienz finde ich immer sehr bemerkenswert. Ja. Und cooler Charakter. Ja, Mann. Also ich persönlich, ich fand Mike richtig beeindruckend. Also aus meiner Erinnerung war es ja so, Mike hat mit Gus zusammengearbeitet. Ne, zu Gus Fring gehen wir auch noch natürlich gleich ein. Und der war ja auch so Opa, ne? Der hat ja so eine kleine Nichte gehabt, glaube ich. Und ja, also er wirkte wirklich wie so ein süßer, netter Mann. Aber in Wahrheit, Mike war jemand, der hat Dinge umgesetzt, der hat nicht viel gelacht. Du wusstest, okay, wenn er die Waffe an deinen Kopf fällt, dann ist vorbei. Weißt du, dann ist wirklich vorbei. Und genau so, ne? So, und ganz wichtig, wie findest du Gustavo Fring? Also, ich sage jetzt schon vorweg, Gustavo ist für mich, ich habe immer gesagt, 8,59, aber mittlerweile 9 von 10, Bruder. 9 von 10 Antagonisten, meiner Meinung nach. Ist auch die korrekte Entscheidung, weil das ist einfach ein krasser Antagonist, einfach gut geschrieben. Ich finde auch alles, also ich finde, er ist die Effizienz in Person, weil die meisten Antagonisten in vielen Serien, vielen Filmen und Kunstwerken sind immer irgendwo, haben eine Lücke, aber er hat fast, natürlich, er ist auch nur ein Mensch, sonst wäre er kein Mensch mehr. Mhm. Aber er ist so genau und präzise und überdenkt alles so sehr. Also du kannst ihm schwer etwas auswischen, weil er ist immer 5 Schritte dir voraus. Ein ruhiger Antonio, wie er natürlich in der Community genannt wird. Natürlich nicht die Leute verstehen, die das Video jetzt zufällig sehen. Aber Gus Fring, meiner Meinung nach, sehr schön geschriebener Charakter. Jemand, vor dem man wirklich Angst haben kann. Also das sind wirklich so Menschen, vor denen man wirklich sich fürchten kann. Weil im Endeffekt, egal was du machst, egal wie du versuchst, irgendwie diesen Mann aufzuhalten, ich hau dir einfach so ins Gesicht. Ja. Und er hat schon 10.000 Pläne, ja, sozusagen. Ich wollte noch sagen, er ist so unrealistisch und so irgendwie so ein Menace, eine richtige Bedrohung, aber auch er hat einen menschlichen Kern durch seine Vorgeschichte. Ja. Also er ist, man muss das trotzdem nicht gut finden, aber er ist greifbar für den Zuschauer. Und das ist ganz wichtig, weil ich finde, Breaking Bad das Geile ist, ich mag es nicht, wenn es so unrealistisch ist. Und alles ist so bizarr, aber es wirkt irgendwie durch die Erzählung, als könnte es echt gerade passieren, eigentlich. Ganz wichtig, ein Punkt, wo ich nicht viel zu sagen kann, und zwar die Musik, Bruder. Was macht die Musik im Breaking Bad für einen Unterschied? Also erstmal finde ich die Lieder geil, so das ist so ein bisschen alter Rock, bisschen Indie und so, Western, Country finde ich geil. Es passt zum Vibe meistens und meistens ist es auch selber ein Foreshadowing und am Ende gibt es die letzte Folge, das ist jetzt eigentlich kein großer Spoiler, die letzte Folge heißt Felina und das ist ja nur, ich weiß nicht, ob es Antagramm irgendwie, ihr wisst bestimmt, die Leute Germanistik studieren, vielleicht gibt es jemanden, okay, ein, zwei. Auf jeden Fall quasi ist das Wort Final, also Finale. Und irgendwie dieses Felina, das ist quasi ein Periodensystem, ihr wisst ja, die Elemente und so sind meistens mit einem oder zwei Buchstaben abgekürzt. Hat auch eine Bedeutung, ich weiß nicht mehr, was für ein Element das war. Aber das ist auf jeden Fall sehr krass und es geht in dem Lied auch um ein Mädchen, das heißt Felina. Also dieses Finale zu Felina, ist nicht nur ohne Grund. Sehr krass. Und es hat einfach, es ist einfach, die Lieder unterstützen sehr die Handlung und das versteht man eher. Breaking Bad ist so, wenn du das zum zweiten Mal guckst, dann verstehst du auch alle Sachen drumherum. So die Story ist gut, aber so kleine Details, das ist Hammer. Vor allem auch dieser Song mit Cartel, dieser mexikanische. Genau, das ist vor allem am Anfang von vielen Folgen kommt eine Szene, das ist so ein bisschen wie bei, wie heißt das nochmal, Black Mirror. So, weil Black Mirror ist ja auch immer so einfach so irgendwie aus dem Nichts irgendwie so eine Idee. Und du weißt gar nicht, worum es geht, worum es gerade geht. Und trotzdem hat das eine Bedeutung für später. Und am Anfang gab es eine Szene, wo so drei Mariachi-Leute so gespielt haben mit dieser Bam, 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 Bam.
Und das war auch krass, weil die viel Vorstellungen gemacht haben zu Walter White und seiner Person und zu der Geschichte. Aber es war so am Anfang, das hat man gar nicht gecheckt. Hat man überhaupt nicht verstanden, auch als ich das geschaut habe. Ihr merkt selber, ne, wenn es um Musik geht, Mert ist wirklich der beste Ansprechpartner. Auf jeden Fall. Wenn ihr auch Musik-Content haben wollt, schreibt in die Kommentare, dann kann ich auf jeden Fall mit dem Billy was machen. Tschüss. Weil der Billy ist ganz gefährlich. Aber seid ultimativ wie der Michel Mann. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und One Piece ist besser als Naruto. Ja, mit dem Michel Sensei Ultimate Michel, Glocken-like, Abo, Kommentar, Afrika braucht Geld, King sind mehrfach aktuell, er arbeitet wie ne Bitch, jeden Tag live auf Twitch, nach dem Papa Bango Star, ist euch unnormal dankbar, so kommt, schaltet ein, und ihr werdet Ultimate, kommt und seid dabei, ihr werdet Ultimate.